Mit Tales of Xillia 2 erscheint der direkte Nachfolger zum im letzten Jahr erschienenen Tales of Xillia. Warum Fans des Erstlings unbedingt zuschlagen müssen und weshalb der Titel auch für Neulinge interessant sein könnte, das wollen wir euch in diesem Videotest zeigen. Es ist nicht der beste Tag in Luger Kresniks Leben. Erst versammelt er eine wichtige Prüfung und dann stößt er an seinem ersten Arbeitstag auch noch mit einem mysteriösen Mädchen zusammen, welches ihm eine Menge Ärger bereitet. Nach einigen turbulenten Events kommt es zu einem Zugunglück, welches die beiden gerade so überleben. Sie werden von einem heimlichen Arzt zwar wieder zusammengepflegt, allerdings kostet diese Operation auch ordentlich Geld. Über 19 Millionen Galt gilt es nun zurückzuzahlen, welches sich über die gesamte Laufzeit der Story zieht. Innerhalb dieser begibt man sich auch auf die Suche nach Lugas Bruder Julius, während man auf bekannte Gesichter des Erstlings trifft. Da es sich bei diesem Tales of Ableger um einen direkten Nachfolger handelt, konnten die Entwickler viele Assets aus dem Vorgänger übernehmen. So lauft ihr durch viele bekannte Gebiete, trefft auf viele bekannte Monster und NPCs und auch die Hauptcharaktere des ersten Teils sind wieder mit von der Partie. Optisch kann sich Tales of Xillia 2 immer noch sehen lassen, allerdings trüben die steifen Charakteranimationen doch etwas den Eindruck und auch die Weitsicht lässt hin und wieder zu wünschen übrig. Spielerisch fährt dieser Tales of Teil allerdings neue Geschütze auf. Anstatt der Story linear zu folgen, schaltet ihr diesmal nach und nach Gebiete frei. Dies tut ihr, indem ihr regelmäßig Geld farmt und in vorgegebenen Abständen eure Arztrechnungen zurückzahlt. Habt ihr einen gewissen Betrag beglichen, könnt ihr neue Gebiete und Missionen freischalten. So ergibt sich eine völlig neue Dynamik in den Tales of Spielen. Anstatt von Story-Mission zu Story-Mission, von Ortschaft zu Ortschaft zu reisen, seid ihr diesmal an die freigeschalteten Ortschaften gebunden. Für dieses Gebiet spezifische Quests, wie etwa das Jagen von bestimmten Monstern oder das Einsammeln von Objekten, bringen Geld und schalten nach einer gewissen Zeit neue Story-Missionen frei. So wechselt das Spiel konstant zwischen Nebenmissionen und Hauptmissionen ab, was für einen angenehmen Spielfluss sorgt. Das Kampfsystem ist Tales-typisch, actionorientiert. Besonders kraftvolle Kombos könnt ihr auslösen, indem ihr euch mit euren Verbündeten zusammenschließt. Dies schaltet serientypisch neue Artes frei, welche dem Kampfsystem nach und nach immer mehr Tiefe verleihen. Uns hat Tales of Xillia 2 eine Menge Spaß bereitet. Die abgeänderte Formel bringt frischen Wind in die Franchise, ohne serientypische Standards außer Acht zu lassen. Da sich die Story um zwei völlig neue Charaktere dreht, können auch Neueinsteiger mit diesem Teil beginnen. Wer auf der Suche nach neuem JRPG-Futter ist, der macht mit Tales of Xillia 2 auf jeden Fall nichts verkehrt. Unseren ausführlichen Testbericht findet ihr wie immer auf gamesgeneration.de.